bin jetzt mal kurz einen Abstecher machen gewesen. Ich bin ja immer noch dabei. Über einem Aldi zu gucken, ob es was Neues gibt. Aber ihr seht schon, es ist nichts Neues. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht noch nicht so aus. Oh krass, was die Dinge noch haben, ist echt krass. So. Nicht krass. Ne, hier ist aber auch eine Stelle. Gut. Nix. Oh krass, guck mal, wie wir hier haben. Den grünen Dimachi. Die wünsche ich nie. Nee. Hier ist ein Schnurz. Da ist nix. Hier den CRX. Oh. Gehen wir kurz auf die andere Seite. Tja, hat sich immer schon ein Bier gesichert. Gut, wir kicken hier kurz drin. Da ist aber nichts. So wie das aussieht. Porsche. Tja, Maske. Das war's. Hast du ja jetzt Urlaub, alle Türen? Ich kaufe wieder rein. Den Auto bei. Hallo? Nee. So lange nicht mehr gekommen, so, wa? So wie das aussieht. Kenn ich mittlerweile schon. Danke, ja. Schönen Feierabend. Ciao. Ja, die sind irgendwie nett hier, müssen wir mal sagen. In unserem schönen Aldi. So, ihr lieben Freunde, ich habe mir noch ja nicht verraten, wo ich hin will. Pff, an den See. Nein, natürlich nicht. Aber das ist hier der schönste Weg zu einem Einkaufsladen, den man sich, sag ich mal, wünschen kann. Man kann natürlich auch vorne auf der Straße fahren, wenn man das so erklären kann. Das ist hier halt ein Geheimweg. Schräg durch sozusagen. Und zwar dadurch. Ja, richtig geil. Und wie gesagt, ich will jetzt eigentlich zum Kaufland kurz mal hin. Es ist schon schön spät, also kurz vor 8 oder so. Und das ist echt entspannt gerade, weil wenig Leute unterwegs sind. Auch gerade beim Aldi war ja keiner drin. Junge. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Weiter geht's. Wunderschön. Da kommt jetzt mal wieder angelaufen, das ist natürlich für mein Bild nicht so schön. Aber halt, soll es nicht stören. Ja, die Sonne scheint. Ja, weiter jetzt. Ich bin angekommen in dem großen Kaufhaus, Vergnügenskaufhaus. Ja, war gerade so schön die Reise hierher. Das Gute ist, es ist sehr spät, also es wird nicht zu voll sein. Bis gleich. Wow, ihr lieben Freunde,
jetzt waren hier kommen hier. Und jetzt hoffe ich mal, ich habe noch ja nicht verraten, weswegen ich hier gefahren bin. Weil ich gehofft habe, ihr seht es aber schon, dass ich das Nissan-Pack mal bekomme. Anscheinend sieht das nicht so aus. Nichts Neues hier. Unleashed. Schade. Voll umsonst hier geguckt. Der Gurken. Im Gurkenprinzip umsonst hier geguckt. Schissel. Hier haben sie die Cars-Teile. Krass, das Ding habe ich doch. Wusste ja nicht, dass das so aktuell ist. Kann man ja das mal wenigstens mal ankicken. Oh, der hat geile Räder. Kick mal. Aber hier kicken wir auf den Preis. Alter. Verrückt. Oh, die Räder sind geil. Geile Räder auf jeden Fall. Was ist das? Das ist ja auch cool. Mit so einem Blitzer. Also hier haben wir eine Menge Cars. Das müssen wir uns auch angucken. Ja, nicht so cool. Die Räder. Hier haben wir diesen. Auch nicht so geil, die Räder. Oh, und da haben wir den aber. Der ist geil. Ich glaube, den habe ich mir aber jetzt hier gebraucht irgendwo gekauft. Ja, ist geil. Also zumindest die Räder. Ja, also die. Und hier sieht man auch mal nochmal schön den Unterschied. Es sind dieselben Cars-Karren eigentlich. Ja. Hier sieht man es. Und aber unterschiedliche Räder. Ne? Also die da unten sind größer als die da oben. Hm. Und die eignen sich natürlich super zum Umbauen. Die kleineren Räder. Aber sorry, nicht für 7 Euro noch was. So, ich sehe, was ist denn hier los? Alles vollgepackt hier. Oh, hier muss ich gleich mal mich durchwühlen. Hier ist auch alles vollgepackt. Also hier wühle ich mich jetzt gleich mal durch einfach. Auf gut Glück. Vielleicht findet man ja irgendwas noch. So, sonst habt ihr ja gesehen. Oh, hier ist nochmal Pixar Cars. Auf dem Cars. Boah, mit krassen Rädern, der da. Oh. Gut. Hot Wheels technisch haben sie hier nichts Neues. So wie das aussieht, ne. Diese Karten haben sie hier. Oh, 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 oh. Alles nicht mein Fall, kennen wir auch schon, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Tja, schade. Mario Kart. Hier sind diese Trucks. Sind aber nicht diese für Erwachsene, sondern die für Kinder. Die sind auch nicht so cool. Finde ich jedenfalls. Ja, oh, das ist geil. Das ist das neue Pack, ihr lieben Freunde. Dann hat sich ja da doch gelohnt. Und vor allen Dingen, geil, guck mal. Jawolski. Den will ich haben, den will ich haben, den will ich haben. 3 Stück. Juti, ihr wisst, wie das geht, ne? Ja, das ist ja geil, dann hat sich ja doch gelohnt. Hier ist die Nummer, ne? 05 ist in dem Fall nicht. Ich brauche die, das ist auch die 05. Oh, schade, ey. Zu früh gefreut. 07. 04. 04, nee. Fast 2 ist die 4. Ah, ich habe wahrscheinlich kein Glück, wobei. Das ist die 9. Es stehen ja 2 Packen davon da. 04, Aber cool, dass sie das wenigstens neu haben. 05. Gut, ich mache hier mal Pause. 04. Und melde mich denn gleich nochmal, wa? Liebe Freunde. So, ich hatte auf jeden Fall Riesenglück. Hab zwar nur eine Sorte bekommen. Ich wollte den jetzt eigentlich auch mal aufmachen. Nicht, dass hier der falsche drin ist. Man kann es ein bisschen durchsehen. Das ist auf jeden Fall die Nummer 2. Ich mache ihn einfach mal auf. Wenn der den sollte. Mach das mal so. Müsste eigentlich länger. Achtung. Oh yeah. Ist er. Geil. Oh, cool. Geil.
ja, zeigt zu Hause noch mal ein bisschen besser. Subaru Impreza. Geil. Hier sehe ich aber, hat da irgendwas an der Scheibe dran. Von innen irgendwie. Wow, geiles Design. Geht für diese Freunde. Das ist der Sticker dazu. Und hier sind alle die, wo ich dachte, ich krieg die. Die 1 und die 3. Ich habe leider nur den bekommen, aber man soll ja zufrieden sein damit, was man bekommt. Ne? Nicht immer so gierig sein. Aber den dazu hätte ich schon gerne gehabt. Der Porsche ist auch geil. Na, mal kicken. Ich fahre gleich vielleicht nochmal in einen anderen Kaufland. Jüdi, ich verabschiede mich erstmal. Schön mit Öl.